Ja, haben Sie da auf der Messe gesehen, das sind als Sande. Ist der aufheilende Name, den Sie sehen. Aber Zakynthos ist der geläufige Name. Wir haben hier Frau Tetradi, die ist Präsidentin des Hotelverbands von Laganas und Mitglied des Hauses der griechischen Hotelkammer. Tetradi. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην απόψινή βραδιά. Για να σας μιλήσω, εγώ θα σας μιλήσω για ένα νησί, για ένα μικρό σχετικά νησί της Ζάκυνθο. Πάρα πολύ πρέπει να έχετε ακούσει το νησί αυτό από το ναυάγιο. Και βέβαια, όπως είπαμε και πριν, από την καρέτα καρέτα, από την διεκδικό αντιεφισβήτητα. Frau Tetradi, bitte Sie ganz herzlich auch jetzt mit an diese Zakynthos begrüßen. Vielleicht ist diese Linie bekannt von Navajo, von diesem Strand. Ist die sogenannte Schmugglerbucht, die ist nur per Boot erreicht. Die wurde sogar, ich habe es gesehen, im Urlaub perfekt mal ersehen. Die wurde zu den Nummer 1 Top-Strände Griechenlands. Und die gehört zu den Top 10 Stränden Europas. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert, dort einen Tagesausflug zu machen. Sehr interessant und auch, wir sehen das Thema Kareta, Kareta, die Schiffflotte, das sind die Markenzeichen der Insel Zakynthos. Να σας πω ότι η Ζάκυνθος είναι πλούσια σε χρώματα, μουσική και αρώματα. Die Insel Zakynthos ist die Insel der Musik, der Poesie und der Gastfreundschaft. Diese Kombination schafft eine besondere Stimmung, wenn man dort ist, weil die Menschen dort sehr fröhlich sind, so eingeladen. Das möchte Frau Tetradi jetzt Ihnen vermitteln, wie Sie es versuchen, mit den nächsten Folien. Μια και βλέπω ότι έχουμε το χάρτη, να σας πω ότι η Ζάκυνθος είναι στα δυτικά της Ελλάδας, είναι τα Ιόνια νησιά και η Ζάκυνθος είναι το νοτιότερο από τα νησιά του Ιωνίου. Zakynthos gehört zu dem Komplex der Ionischen Inseln, da gibt es 7 davon und die ist positioniert im südlichsten Teil, auf der Höhe von Peloponnes. Und ich hatte auch einen Flughafen, wie Sie sehen. Und, Τη Ζάκυνθο την αποκαλούσαν οι Δυτικοευρωπαίοι, οι Ιταλοί βασικά, το Φιόρε του Λεβάντο, δηλαδή το λουλούδι της Ανατολής. Η Ζάκυνθο είχε από την Νάμπη την Πλούμα της Όστερς, η πιο τη Λεβάντο. Τα τσάμι μάλιστα στην Ιταλένα ζω, Γενάντ, ζω την Ιζε Γενάντ. Είναι ένα νησί, θεωρούμε μοναδικό, πέρα από τα συνηθισμένα και το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο επισκέπτης έχει πληθώρα εκλογών. Die Insel Zakynthos ist auch eine einzigartige Insel mit auch vielen Gegensätzen. Die wird auch dementsprechend den Besucher nicht enttäuschen, weil eben dort, obwohl sie nicht so groß ist wie die anderen Inseln, die Sie gesehen haben, also auch Elia, aber trotzdem, die ist eine sehr, sehr bietet wirklich hier für jeden Geschmack da Möglichkeiten, den Urlaub so angenehm zu gestalten. Αποτελεί δανεικό τόπο για κάθε επισκέπτη, γιατί αγγίζει όλες του τις αισθήσεις, συνδυάζοντας τον πολιτισμό με την ξεκούραση και την ηρεμία με την κοσμοπολίτικη ζωή. Also auf der Insel kann man auch die Ruhe finden, beziehungsweise das kann man sich erholen, entspannen, aber auch wenn man will, kann man auch die Stimme finden, man kann dort auch Spaß haben, auch die Nacht nehmen. Es ist eine sehr kosmopolitische Insel und das ist etwas, was letztendlich diese Kombination macht, dass man dort wirklich auswählen kann, was man haben. Η φύση με τα καταπράσινα τοπία, η παράδοση, η μουσική και η ιστορία σμίγουν αρμονικά, αλλά πάνω απ' όλα ο επισκέπτης έχει πάρα πολλά να δει. Also die Natur mit der Kultur und auch mit der Vielfältigkeit der Ortschaften auf der Insel. Zum Beispiel der westliche Teil ist nur Klippen, ist total anders geologisch gesehen. Versuchen zu finden als der östliche Teil oder flache Strände.
Να πούμε για την πρόσβαση, να σας πω ότι από τη Γερμανία με απευθείας πτήση μπορεί να είναι κανείς στη Ζάκυνθος σε 2,5 ώρες. Εβελίν, Ζάκυνθος αν, auch von Wien, Niki und von der Schweiz. Da kann man schon. Αν κανείς πάει στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από την Αθήνα είναι πτήση σε 45 λεπτά. Über Athen kann man auch Zagreb erreichen, da gibt es Flüge, dauern um 45-50 Minuten. Και αν κηρυχθεί κανείς με αυτοκίνητο, μπορεί να έρθει στη Ζάκυνθο είτε μέσω Ιταλίας είτε μέσω Αθήνας. Αν έρθει μέσω Ιταλίας, πάει στο λιμάνι της Κυλλήνης. Από την Πάτρα που θα σταματήσει από την Ιταλία είναι μία ώρα μέχρι το λιμάνι της Κυλλήνης και άλλη μία ώρα από την Ζάκυνθο. Falls man mit dem Auto reisen möchte, dann muss man das über Italien machen, Ancona oder Britas, je nachdem. Fährt man mit der Fähre wieder von 18 Stunden rüber nach Patras und von Patras dann mit dem Hafen ist man in einer Stunde rüber. Also das geht auch. Wir von den Athena, 3 Stunden mit dem Autokino und 1 Stunde mit dem Karate. Oder mit dem Auto über 3 Stunden bis. Ας αρχίσουμε να αναλύσουμε μια φέρεση. Νομίζω είπες για την ITB Berlin, να πούμε ότι υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, νομίζω Μόναχο, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ και Νιρεμβέργη, με πολύ καλές τιμές εισιτηρίων που από ό,τι βλέπω γράφεται εδώ και κάτι. 263 ευρώ. Ναι, από 263 ευρώ. Για να αναφέρουμε το σύνολο της EasyJet. Και να πούμε βέβαια ότι αντίστοιχα και από τη Μεγάλη Βρετανία, άρα όπως και η Air Berlin το κάνει από τη Γερμανία και η EasyJet το κάνει από την Μεγάλη Βρετανία με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Also, wir sind in Germany, kann man mit bezahlen, mit 263 Euro, hin und zurückfliegen, direkt. München, Frankfurt ist auch Nürnberg, auch von Berlin aus kann man bei Nürnberg fliegen. Interessant ist, dass EasyJet startet diesen Sommerflugplan, ich glaube, am 21. Mai, was mir Mai war, diese EasyJet. EasyJet startet ab London Gatwick, 4-mal in der Woche. Das ist auch ein Zeichen, was wir auch vorher für die... Von Mai bis Oktober. Von Mai bis Oktober. Okay, von Mai bis Oktober. Aber das soll zeigen, dass die Fluglinien auch investieren jetzt gerade in Destinationen. Und warum nicht? Wäre es sicherlich sehr interessant, wenn zum Beispiel auch ab Deutschland sowas passiert. Auch nicht unbedingt EasyJet, aber Germanwings oder Virgin Low Cost, Billigfluglinien wären sicherlich nicht verkehrt, wenn die da auch auf Flugplan aufnehmen. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψουμε τώρα λίγο στη Ζάκυνθο, οπότε θα πάμε έτσι να σας ξεναγήσουμε σε κάποιες σημαντικές περιοχές. Δυτικά και βόρεια του νησιού, εδώ λοιπόν βλέπετε το φημισμένο ναυάγιο. Άρα δυτικά και βόρεια έχουμε το ναυάγιο, έχουμε τις πλές πηγές. Also, im nördlichen, im westlichen Bereich, die Küste, ist sehr steil, also da gibt es wirklich Klippen, bis 200 Meter hoch. Also für Basisspringen wäre da wirklich ein hervorragendes Gebiet oder für Paragliding. Und dort sind die Küsten sehr steil. Da gibt es dieses Lavaggio, wo man dann entsprechend, wie gesagt, mit dem Boot fahren kann. Es gibt aber von der Seite sehr viele Höhlen, wo man auch mit dem Boot rumfahren kann. Das sind die Blue Gates, blaue Hölzer. Das ist wirklich, ich hab selber das gemacht. Es ist faszinierend. Das Wasser, was man da findet, ist unglaublich. Unglaublich. Also, man braucht nicht mehr in die Karibik zu fahren und so alles Trapaz zu nehmen. Man braucht dann in 2 Stunden nach Zakynthos und da haben wir genau die gleichen Strände.